Heyo und willkommen zurück zu The Long Dark. Und die Nacht ist gerade rum, wir sind aufgeheizt und stehen vor zwei etwas größeren Problemen. Problem Nummer 1, ich habe nur noch eine Fackel. Problem Nummer 2, ganz viele Wölfe, die hier vor der Höhle bis raus auf die Straße rumschlawinern. Problem Nummer 3. Wenn wir am Gefängnis angekommen sind, müssen wir auch wieder an die Wölfe dort vorbei. Ja. Probleme über Probleme und ich habe genau halbes Leben. Das ist jetzt nicht so viel. Aber ich muss. Haben. Das ist ganz gut. Ich komme da noch nicht ran. Ich komme da nicht ran. Ich höre sie schon. Ich laufe einfach los. Und hoffe auf Glück. Aha, aha. Okay. Nein, ich muss in die Richtung. Da. Ah, du mieses Stück. Das hat ihn einen Scheiß interessiert. Noch so einer. Und links von mir ist noch so einer. Wie komme ich hier weg? Der humpelt ein bisschen. Habe ich den vielleicht angeschossen? Ich hatte den auch ein bisschen interessiert. Das hat ihn auch nicht interessiert. Eric! Angeschlagen und auf der Flucht. Und ich blute mir richtig ein zurecht. Folgt mir immer noch. Ja, ich müsste mich mal versorgen und das relativ schnell. Der folgt mir, das Schwein. Ich glaube nicht, dass ich es überlebe. Bleib ja weg. Er jagt mich halt bis zum Erbrechen. Das ist ein Reh. Das Reh ist nicht glücklich darüber. Und ich habe keine Ahnung, ob ich hier gerade richtig laufe. Aber ich glaube ja. Ja, natürlich tut das weh.
Aber der Wolf will mich auch nicht in Ruhe lassen. Ein Kackwolf. Geh gefälligst weg. Meine Fackel hält auch nicht mehr so lange. Ich höre schon die nächsten Wölfe. Versuch mal ein bisschen außer Sicht zu gehen. Ja, natürlich brauchst du First Aid. Da ist noch einer, oder? Natürlich. Das hat ihn nicht interessiert. Ich bin tot. Meine Fackel ist so gut wie hin. Das heißt, ich auch. Komme ich bis zum Auto? Das wäre ganz praktisch. Ja. Das ist jetzt blöd. Vielleicht sitze ich hier jetzt fest, aber nur vielleicht. Und die Fackel ist hinüber. Aber ich kann mal verstauchter Knöchel. Ich kann mal hier Bandage. Und die guten leckeren Schmerzpillen. Und dann geht's mir ganz gut. Außer, dass ich nicht mal mehr einen Angriff überlebe. Das ist natürlich jetzt dezent bescheiden. Ich bin hier auf der Straße und da ist der Knast. Ich muss also eigentlich nur noch die Straße durchweg. Was jetzt nicht so einfach ist. Das ist dann der nächste Punkt. Es ist sehr kalt. Das heißt, ich müsste eigentlich sogar los. Sind die jetzt weggegangen oder sind die direkt wieder da, wenn ich die Tür aufmache? Eigentlich kann ich es nur probieren und hoffen, dass das was wird. Oh, ich kann wieder sprinten. Sollte ich vollends ausnutzen. Ich hoffe, ich schaff's bis in den Knast. Ich mag jetzt hier nicht nochmal ein Feuer machen. Ich werde wahrscheinlich nochmal ein Feuer machen müssen. Oder? Hier sind wir am Knast. Grundlegend gut. Komm, beeil dich ein bisschen. Da ist die Tür und da wollen wir ganz schnell rein. So. Erste Hürde geschafft. Leider wirklich nur die erste Hürde. Das ist natürlich blöd. Ich muss halt noch zu dem komplett anderen Bereich. Das ist eher schlecht.
Dafür muss ich an Wölfen vorbei. Sollte ich ja vielleicht mal so möglicherweise. Hier ein paar Bücherlein haben wir ja noch. Ja, passt. Komm, mach mir ein Feuerchen. Ein bisschen Temperatur brauche ich schon. Um durch den ganzen Knast durchzulaufen, sonst wird das nichts. Na komm. Schönes, feines Feuer. Ja, sehr gut. Und dann hauen wir da noch ein Altholz rein. Ja, 48 Minuten muss reichen. Ist ja hier ein ganz toller Ort. So, dann nutzen wir die Gelegenheit und trinken ein Schlückchen. Nun. Und ich habe absolut nichts zu essen. Das ist jetzt eher schlecht. Der Knast ist schon abgesucht. Obwohl, Hauptgebäude theoretisch kann ich ja eigentlich noch absuchen, oder? Da will ich ja erstmal zurück, weil ich habe jetzt die Medizin. So, kehre nach Schwarzfels zurück, genau. Immer noch andere Sachen. Suche in den Schwarzfels herum nach blutverschmierten Seiten, ja, 1 von 4. Und Schwarzfels Gerüchte. Okay, okay, okay. 3 Memos und 2 Dinge habe ich schon. Okay. Okay, okay, okay. Ja, hier haben wir die Zettelage. Und hier die Medikamente. Sehr gut, sehr gut. Ja. Okay, da ist ein Schwarzfels-Gerücht. Da oben ist auch ein Schwarzfels-Gerücht. Das hier dürfte der Schwarzfels sein. Okay, mehr haben wir noch nicht. So, ich war hier. Und ich habe auf jeden Fall gesehen, hier war die Höhle. Hier gab es auf jeden Fall was zum Klettern. Um auf den Berg zu kommen, auf die Anhöhe. Da komme ich dann wahrscheinlich hier als Abkürzung hier hin, anstatt hier rum zu müssen. Aber rum zu müssen ist jetzt auch nicht so verkehrt. Ah, ist recht begrenzt. Aber hier ist auch noch was. Da komme ich wahrscheinlich nur hin. Ah, über die andere Seite. Okay. Also rein theoretisch wäre es cool, wenn genau hier ein Haus steht und keine Wölfe wären. Aber beides ist nicht gegeben. So. Wie sehen eigentlich meine Klamotten aus? Ja. Ja, die Handschuhe haben gelitten, mein Mützchen hat gelitten. Und ich habe, glaube ich, keinen wirklichen Stoff mehr. Nee, habe ich nicht. Das ist toll. Ein kleiner getrockneter Birkenstock für die Herstellung und Reparatur von Dingen. Ja, das ist ja nett. Tja, nun. Hier ist auch sonst nichts. Hier haben wir nur ein Regal. Ja, da brauche ich ein Beil für, was ich noch nicht mal gefunden habe. 7 Minuten. Ja gut, muss reichen. Muss reichen. An meiner Gesundheit kann ich jetzt auch nicht viel tun, dann müsste ich den ganzen Tag hier verbringen. Ich glaube nicht, dass das so gut wäre. Jawohl, ich bin ja direkt auf dem Hauptparkplatz. Ich kann ja direkt zum Hauptgebäude. Stimmt, ich bin ja am Eingang. Ich muss ja an den anderen Wölfen gar nicht mehr vorbei. Das macht mich dezent glücklich. Okay, Tür auf, rüber zum Eingang und gucken. Versteck deine Gegenstände, so damit die Häftlinge es nicht finden und konfiszieren können. Okay. Die Frage ist jetzt, für was gilt das? Achso, alle.
Alles. Alles. Ja, wie sieht das aus? Kann ich wenigstens die Kleidung behalten? Deswegen steht doch die Kiste hier. Kann ich meine Kleidung anbehalten? Geh ich jetzt zu Recht dieses Risiko ein, mit der Kleidung, die ich trage, da reinzugehen und dass die mir dann komplett abgenommen wird? Sollte ich nackig da reingehen? Wäre das schlauer oder darf ich die Kleidung, die ich trage, behalten? Ich weiß es nicht. Da bin ich mal frech. Da würde ich jetzt mal speichern und gucken, wie es passiert. Ne? So. Gespeichert. Und für den Fall, wir verlieren die Klamotten, ja, dann nehme ich halt die Klamotten, ne? Und schmeiß die da auch mit rein. Dann komme ich halt eben nackt zurück. Ah, hier steht sogar eine Tonne. Hätte ich das gewusst. Wow. Shit. You made it. Ja. I made it. I guess you're tougher than you look. Ja. I found stuff to help the warden. Medical supplies. Yeah. You'd better get in there to see him. He doesn't look too good. But first, you gotta let me frisk you. Okay. Mathis would have my balls if I let you sneak a knife in here. Kapitel 2. Das Kraftwerk. Who the hell are you? Relax. I'm your neighbor in cell 15. Oh, yeah. Mathis's pilot. I cleaned you up the best I could. You might have a broken rib. Maybe more. Mathis opened up a couple of bad cuts on you, so I stitched them up. Gave you a shot of antibiotics. Hopefully that'll prevent serious infection. Thanks. You seem to know a fair bit of first aid. Well, I'm married. I know a doctor. And, I get hurt a lot. With friends like Mathis, I'm not surprised. Oh, Mathis is no friend of mine. We'd better hurry before the guards come back. There's something I need to tell you about the prison. I'm listening. Solitary. It's on its own locking circuits, separate from the rest of the prison. Mathis and his guys, they haven't figured that out yet. But when they do... When they do, they'll get Donner out and there will be hell to pay. They blame you for Donner? Mathis thinks I use some kind of override to keep Donner locked in there, even when the rest of the cells went haywire. Well, did you? No. It's... I can't figure it out. But someone is out there messing with the system, messing with Mathis, and keeping Donner inside. I might have an idea of who it is. You see someone out there? Not saw, but I talked to someone on the phone. Right. The old rotary phone system would still work. Redundancy for when the sad phone goes down. Right. Shit, they're coming back. Get back in your cell. You gonna be okay? Just don't let them find you in here. If you get to talk to whoever was on the phone again, do whatever they ask. Because right now,
They are the only thing keeping us all alive. Think we can trust him? The enemy of my enemy is my friend. These idiots think I'm a fool. They don't think I can figure out what happened here. But they were too chicken shit to take care of the warden themselves. And sent you out into the cold to do their dirty work. And you, risking your life to save a guy you don't even know. What a fucking Boy Scout. That's me. You still don't get it. Don't you see that in this new world, Mackenzie, Boy Scouts will be the first to die? And yet, here I am. Well, smartass, if you're gonna make yourself useful, you're gonna make yourself useful to me. Am I? Yes, you are. And why am I gonna do that? Well, because... Hard case. Right. Get back out there, pilot. Go find out what's wrong with this place. What do you have in mind? Well, obviously there's something wrong with the power. Though he's been no help, a map in the warden's office shows this place has its own power plant, so... go check it out. Give me some power, so I can open the gates to Solitary. Right. Power. Solitary. Got it. And Mackenzie. Yes? Don't dawdle. Or the warden gets it for real this time. Mathis said to give you this. That's a net. That doesn't look like a coat. That's because it isn't. It's a bit of a map. Shows the way to the dam. Looks like you can just follow the power lines or something. It's cold out here. I won't find the dam if I freeze before I get there. Do I look like a guy who gives a shit? You don't want to freeze out here? Then get moving. Yeah. Bastards. At least this map looks real enough. Das ist ja wundervoll. Hä? Aber warum ist mir nicht kalt? Verstehe ich nicht. Ich habe keine Handschuhe mehr, ich habe keine Mütze mehr und nichts. Das ist jetzt blöd. Also, ganz simpel und einfach. Ich werde jetzt laden und da vorne meine Sachen reinschmeißen. Dann wieder da reingehen, das über mich ergehen lassen und dann stehe ich wieder hier. Und ich schmeiße einfach alles rein an Klamotten. Gut, bis gleich sofort. Bastards. At least this map looks real enough. So. Nochmal das Ganze. Nur diesmal habe ich auch meine Klamotten noch. Gut. Unsere Situation hat sich einfach mal null verbessert. Okay, kann ich hier einfach... Ich würde gerne alles nehmen. Gotta go. Nein, hier, zack. Und... Zack. So.
denn die Nacht hat gerade angefangen. Das heißt, ich werde mich dann erstmal hinlegen. Und ja, wir haben eh gerade Folgenende. Also würde ich mal so behaupten, wir beenden die Folge. Macht Sinn? Richtig, ich weiß. Gut, dann danke ich vielmals fürs Zuschauen und dann schauen wir in der nächsten Folge mal, wie wir zu dem Kraftwerk kommen. Lebendig. Und ja, wie wir das alles so ein bisschen regeln. Im Grunde genommen, das wird alles gar nicht so einfach. Na gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann und ciao, ciao. Attention.